Und während wir warten, können wir... Achso, ich muss neue Dinger bauen, warte mal. Machen mal zwei Stück gleich, hä? Wir machen gleich die größere Armee. Können wir denn noch was upgraden vielleicht? Ja, hier, guck mal. Aber wir haben kein Holz, ne? Auch mehr Holz vor der Hütten. So. Hier wird noch produziert, noch produziert. Noch ein paar von denen machen. Ich bin blind. So, also. Ich würde gerne haben wieder zwei Beeren. So, und der Rest sollte eigentlich noch passen, ne? Das dauert noch ein bisschen. Na komm, das müsste aber auch eigentlich reichen. Was ist hier? Ach, gucke an. Oh. Was wollt ihr denn hier? Verschwindet! Ich hab keine Chance gegen Illidan. Die Macht von Illidan ist unendlich. Die haut er echt gut weg, die Kollegen hier, ne? So. Gehen wir mal hier hoch. Achso, warte mal. So. Gehen wir mal direkt dahin. Gibt es Ärger? Ich kann mal followen. Es ist mehr Holz erforderlich. Ich weiß. Ich mache einfach noch ein paar mehr Einheiten, so einfach just for fun. Ich bin bereit. Man kann nie genug Truppen haben, finde ich. Oh, was wollen die denn hier? Hallo! Oh. Ach du Scheiße. Warte mal, ich muss hier mal kurz heilen. Und zwar ihn hier. Und ihn hier. Und sie auch. Oh, Scheiße. Da haben wir unser ganzes Mana schon mal verballert. Das ist ja richtig scheiße. Nicht gedacht, dass hier noch mehr Einheiten sind. Oh mein Gott. Oh, Narf. Ja gut, da verlieren wir halt ein paar Truppen. Wir haben halt echt zu wenig Mana. Wir brauchen viel, 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 viel mehr Mana, diese Druiden. Das geht mal gar nicht. Ah. So, warte mal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Mana hier. So, einmal. 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 Wir können nochmal heilen. Dann der hier nochmal. So. Bärengestalt. So. Gut, dann sind wir wieder hier. Was ist mit der Tante? Achso, die ist fertig. Dann Holz bitte. Okay. Und dann... Ja, würde ich sagen, wir greifen einfach an. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich kann ja mal versuchen, so ein bisschen rauszupullen. Warte mal. Ich versuche mal, den rauszupullen, den Kollegen. Hallo. Hier. Na gut, hat er ganz viel gebracht. Hallo? Gleich nochmal, warte mal. Für die Bäume. Komm mal her. Ich mach mit. Mit Vergnügen. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, ja, ich weiß auch nicht wie, aber wir werden es schon irgendwie schaffen. Wir müssen seine Truppen erstmal hier umbringen, alle. So. Und dann ihm hier aufs Maul geben. Ah, das wird doch nichts. Ich sehe es schon kommen, ich sehe es schon kommen. Das wird nichts. Oh. Guck mal, die machen halt keinen Schaden an dem, ne? Also so gar keinen. Aber vergiften können wir ihn. Das ist ja nicht schlecht. Kann ich ihm Mana absaugen? Ach, Mist, ich komme wieder nicht ran, ne? Na gut, doch, sollte eigentlich funktionieren. Guck mal. Läuft, ja. Stirb, Tichondirus. Stirb für immer. Und verschwinde aus dieser Welt. Hauptquest erledigt. Tichondirus vernichten. Elender Dämon. Was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Ich bin es, Furion. Das ist aus mir geworden. Nein, Illidan, wie konntet ihr? Der Anführer der Untoten wurde vernichtet. Und die Wälder werden mit der Zeit genesen. Um den Preis eurer Seele? Ihr seid nicht mein Bruder. Hinfort von diesem Ort und setzt nie wieder einen Fuß auf unser Land. Was?
So sei es, Bruder. Da noch kurz den Wald abreißen. Das ist ja fies. Da verstößt er uns einfach. Wir haben sie alle doch gerettet. Wir haben doch alles richtig gemacht. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt kaputt hier? Ja gut, wir haben natürlich unsere Seele irgendwo schon verkauft sozusagen, aber zum guten Zweck eigentlich, oder? Ich weiß auch nicht. Egal. Der letzte Wächter. Zwei Tage später in einem ruhigen Tal des Berges Hyjal. Wir haben keine Zeit für so etwas, Furion. Was machen wir hier draußen? Gestern Nacht sprach ein großer Rabe im Traum zu mir und rief mich an diesen Ort. Wir wurden ebenfalls hierher gerufen. Wer seid ihr, Fremdlinge? Ich bin Sral, Sohn von Durotan, Kriegshäuptling der Horde. Und ich bin Jaina Proudmoore. Anführerin der menschlichen Überlebenden von Lordaeron. Ihr seid hier unerwünscht. Friede, Priesterin. Sie sind hier, um euch gegen die Legion zu unterstützen. Ihr seid das in meinem Traum gewesen. Aber wer seid ihr, uns so ein Angebot zu machen? Ich bin der Grund für die Rückkehr der Legion. Vor Jahren brachte ich die Orks in diese Welt. Und damit ebnete ich auch den Dämonen den Weg. Meiner Sünden wegen wurde ich von denen ermordet, denen meine größte Fürsorge galt. Trotz meines Todes herrschte viele lange Jahre Krieg in den Ländern im Osten. Und ganze Königreiche wurden verwüstet. Nun bin ich endlich zurückgekehrt, um alles ins Lot zu bringen. Ich bin Medivh, der letzte Wächter. Ich sage euch jetzt, die einzige Chance dieser Welt besteht darin, dass ihr alle vereint zu den Waffen greift und gegen die Feinde allen Lebens vorgeht. Interessant. Und so ist es quasi wie ein Puzzle, was sich jetzt zusammenfügt. Das heißt, wir kämpfen jetzt im Auftrag von Medivh, der für alles verantwortlich ist, kämpfen wir jetzt gemeinsam, also Orks, Menschen, Nachtelfen, gegen die Dämonen quasi. Und wenn ich mich nicht ganz irre, ist das auch das letzte Kapitel, nämlich das Kapitel 7, Götterdämmerung. Am nächsten Morgen in der Nähe des Hyjal-Gipfels. Die Nachtelfen, Orks und Menschen sammeln sich, um ihre Verteidigung des Berges zu planen. Entschuldigt die Verspätung. Es ist so, wie wir befürchteten. Archimond und seine Unheilshüter nähern sich dem Gipfel. Er wird jeden Moment hier sein. Vor 10.000 Jahren haben wir Nachtelfen die brennende Legion besiegt. Der Rest der Welt wurde zertrümmert. Doch wir konnten unser unsterbliches Leben in Frieden leben. Eins mit dem Weltbaum. Wir sind seine Beschützer. Durch ihn haben wir Unsterblichkeit und Macht über die Natur erlangt. Nun ist es an der Zeit, dass wir ihm diese Macht zurückgeben. Euch ist doch klar, dass wir dann altern wie diese Sterblichen. Unsere Macht über die Natur wird mit der Zeit schwinden. Wenn der Stolz uns zögern lässt, Liebste, dann haben wir vielleicht schon lange genug gelebt. Ich begebe mich zum Gipfel und bereite dort unsere Verteidigung vor. Was auch kommen mag, Liebste, vergesst nicht, dass uns ein ewiges Band vereint. Interessant. Aha. Der Berg Hyjal. Und er macht hier irgendein Portal, oder? Ah, er macht ein Tor da hinten. Okay. Und da ist Archimonde. Kommt euch an, Nachtelfen.
Die Zeit der Abrechnung ist gekommen. Wenn ihr unsere Stützpunkte versorgen und verhindern könnt, dass wir überwältigt werden, dann können Sral und ich Archimons Aufstieg verzögern. Euer Plan ist verwegen, Mädchen. Vielleicht habe ich euch Fremdlinge doch unterschätzt. Möge Elun euch wohlgesonnen sein. Okay. Zu den Waffen, meine Brüder. Zu den Waffen, tapfere Orks und Menschen. Es dämmert und der Feind wartet. So, jetzt darf ich hoffentlich mal. Also Freunde, das ist jetzt quasi die letzte Quest oder die letzte Kampagne. Und wir müssen 45 Minuten lang... Was? 45 Minuten lang müssen wir Archimonde aufhalten. Okay. Das heißt... Was machen wir denn da? Warte mal. Ich mache ein paar Irrwische. Ich weiß schon ungefähr, was ich mache, glaube ich. Weil hier unten sind die Untoten. Ich kenne das noch von ganz, ganz früher. Und hier ist quasi die Menschenbase. Und irgendwo geht es dann nach oben. Genau, hier ist so ein Pfad. Dann geht es hier rüber zu den Orks. Und dann geht es erst zu uns. Das heißt, wir müssen jetzt die Menschen verteidigen. Deswegen schicke ich den jetzt hier unten. Die Untoten haben mit dem Bau einer neuen Siedlung begonnen. Nicht mehr lange und sie werden unsere Verbündeten angreifen. Gut, das werden wir aber zu verhindern wissen. Ich baue einfach Türme erstmal dahin. Ich taue mich hier so ein bisschen ein. Und ich schicke auch meine Einheiten darunter. Ach, sind sie schon. Aber die kann ich auch gleich mitschicken hier. So, dann schicke ich mit dir runter. So. Und wir bauen erstmal Türmchen und ich würde sagen, wir können auch mal hier ein paar Sachen erforschen. Ich würde auch gerne das hier upgraden. Alles andere ist ja upgegradet, ne? Wir haben überall Holz drin, wir haben einen Haufen Gold. Ist ja eigentlich Chandris. Ja, ich komme gleich, warte mal. Das ist ein... Achso, das ist Chandris, okay. So, die deffen hier quasi automatisch und wir müssen halt ein bisschen helfen, weil die schaffen das halt nicht alleine. Logischerweise. Ich folge der Stimme von Elun. So, das wird dann auf jeden Fall lustig jetzt. 45 Minuten lang hier diese Base verteidigen, ne? Das wird ja spannend. Das wird krass. So. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Ein Türmchen. Genau, da ist schon einer. Baue ich direkt noch einen zweiten hin. So. Dann baue ich einen weiteren da so hin. Und dann würde ich die hier alle mal in eine Armee packen. Genau, das sieht auch gut aus. So, nächster Turm. Den baue ich mal da so hin. Warum sie die hier nicht upgraden, ist mir unklar. Die Menschen müssen ja ihre Türme upgraden. Also quasi den kleinen Turm zu so einem oder zu so einem hier. Machen die irgendwie nicht. Haben sie keinen Bock drauf. So, und dann könnten wir natürlich noch ein bisschen forschen. Wir haben ja die Kohle. Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. So, wir helfen denen auf jeden Fall. Können doch theoretisch einfach mal hier uns hinstellen und einmal Sternregen casten. Ja, der haut auf jeden Fall ziemlich krass rein. So, und heilen können wir uns ja auch. Ich lasse die auch mal so hier, dass wir einfach heilen können. So, zack, zack. Wie die Göttin wünscht. Und die produzieren halt hier auch dauerhaft irgendwelche Truppen. Das heißt, wir haben eigentlich da keine Probleme. Wir kriegen also immer Nachschub. Die Orks machen das auch. Aber irgendwie die Orks kommen hier jetzt irgendwie nicht runter, ne? Auf zu casten. Die Orks, die kommen irgendwie nicht runter, die bleiben hier oben mit ihrer Armee und warten quasi, dass die Untoten kommen. Und das ist auch so ein bisschen das Schwierige an der ganzen Sache, das irgendwie hinzugehen, weil die werden halt immer stärker und immer stärker. Wie man sieht, hier sind das schon irgendwelche Dämonen und so ein Kram. Die hauen dann später richtig auf den Sack. So, egal, unsere Türme sind fast alle fertig, wunderbar. Auf jeden Fall die Menschen ein bisschen quasi vorlassen, dass wir hier nicht alle unser Leben lassen. Und wir brauchen auf jeden Fall so einen. Upgrade, Upgrade. Angriffs Reichweite klingt auch gut, das auf jeden Fall. Verbündete Stadt braucht Hilfe. Und dann würde ich sagen, wir pumpen dann einfach mal ein paar Einheiten durch. Aha, hier haben wir noch ein bisschen Gold. Das heißt, wir können uns hier noch ein Bäumchen hinsetzen, das mache ich auch mal. So. Ich folge der Stimme von Elun. Haben wir ein Level abbekommen, das war ich sogar. Zack, wunderbar. Okay, also die Dämonen greifen aber noch nicht an, oder... Weiß ich gar nicht. Ah doch,
Das ist ja geil. Die haben die einfach so verwandelt. Ja, cool. So sei es. So. Sie hochstellen und dann heilt uns nämlich dieser Priester hier von den Menschen. Ganz fantastisch. So. Ein Baum des Lebens. Genau. Kann er hier hinbauen. Dann haben wir hier doppelt Einkommen. Hier gibt es auch einen Heilbrunnen und hier gibt es. Aha, ein Söldnerlager. Die Göttin ruft. Da gehe ich mal hin. So sei es. Da kann ich, glaube ich, diese Söldner hier anheuern.